Willkommen im Le Petit Appetit. Spezialität des Hauses, weihnachtliche Haute Cuisine im Mini-Format. Zubereitet von Meisterhand. Von Entenburgern mit Rotkohl, Garnelen mit grünem Spargel, Maispoladenspießen bis hin zu leckeren Plätzchen. Die kleinen Köstlichkeiten, kreiert von Starkoch Jan-Philipp Kloisters, wurden exklusiv auf Deutschlands größtem Weihnachtsmarkt serviert. Pünktlich zur Zeit des Schlemmens und Genießens. Doch mit der Rechnung kam auch ein bitterer Nachgeschmack. Die Minimahlzeiten entsprachen der gleichen Kalorienanzahl, die ein Kind in Ostafrika laut Welternährungsorganisation durchschnittlich zum Überleben hat. Pro Tag. Also es bleibt einem echt im Hals stecken, muss man sagen. Ja, das ist traurig. Das ist wirklich schockierend, wenn man sieht, wie klein die Portion ist. Dass Menschen auf diesem Planeten mit so wenig auskommen müssen, wo wir eigentlich genug für alle hätten. Mit den Micromeals bringt die Hilfsorganisation Miserior ein Thema wieder ins Bewusstsein, das in unserer Überflussgesellschaft keinen Platz mehr findet. Die Hungerkatastrophe in Ostafrika. Und mit dieser Aktion wird jetzt plötzlich Konsum bewusst gemacht. Und um diese Veränderung auch im Menschen zu bewirken, halten wir es für sehr wichtig, das in dieser Zeit mit solchen Aktionen zu machen und zu unterstützen. Und auch wenn Le Petit Appetit nach kurzer Zeit wieder verschwand, war das Thema Hunger zurück in den Medien. Weltweit.